Telegram ist die einzige Möglichkeit, zensurfrei Meinungen auszutauschen. Leute, das habe ich jetzt schon oft gehört. Kommt zu Telegram, da gibt es die ungefilterte Wahrheit über Corona. Völkermord, Zwangseinweisen, Genimpfungen, 5G-Ausbau, Giftspritzen. Das ist immer noch konfus. Ich habe selbst keine Ahnung, was auf Telegram abgeht, habe selbst auch noch nie benutzt, aber das wird sich jetzt ändern, denn ich starte einen Selbstversuch und werde eine Woche meine News nur über Telegram konsumieren. Auf Telegram könnte ich auch etablierten Medien wie der Tagesschau oder dem Spiegel folgen. Die haben jeweils ein paar tausend AbonnentInnen. Um die geht es mir aber nicht. Mir geht es um die Kanäle von VerschwörerInnen, und zwar die reichweitenstarken. Ich will rausfinden, warum die so erfolgreich sind. Was werde ich erfahren, wenn ich denen eine Woche folge, und welche News verpasse ich? Ich werde bekannten Leuten wie Xavier Naidoo, Attila Hildmann und Eva Herrmann dort followen. Die erreichen nämlich Hunderttausende von Menschen über Telegram mit ihren Verschwörungstheorien. Und von dort an werde ich mich einfach treiben lassen. Ich bin mega gespannt, auf was ich da stoße und was das mit mir macht. Ihr befindet euch mitten in Teufelsküche, solange dieser Abschaum an der Macht ist. Ich finde es beängstigend. Los geht's, als erstes kommen meine News-Apps weg. App löschen. SZ, Tagesschau, BR, 24. So, jetzt habe ich keine News-Apps mehr. Okay, installieren. Oh, also ist for free, kostet nichts. Spannend. The world's fastest messaging app, it's free and secure. Weil ich jetzt hier noch keine Kontakte habe, gebe ich jetzt mal Xavier Naidoo ein. Aber das sieht aus wie eine private WhatsApp-Gruppe. Das ist ja komplett weird. Ich dachte, das wäre so wie Twitter. Man ist da in einem Chat. Ich kann da direkt mit ihm chatten. Telegram ist wie WhatsApp ein Messenger. Ein mächtiges Feature sind Kanäle, eine Art News-Ticker. Nur die BetreiberInnen können Posts erstellen und damit beliebig viele AbonnentInnen erreichen. Ich trete noch zwei weiteren Kanälen bei. Dem von Attila Hildmann, den PolitikwissenschaftlerInnen als rechtsextrem einstufen, und dem der Rechtspopulistin und Ex-Tagesschau-Sprecherin Eva Herrmann. Ich werde jetzt jeden Tag 2 Stunden News über Telegram konsumieren, werde mich da mal reinfuchsen. Ich merke jetzt schon, dass da mega viele Nachrichten reinkommen und ich zugeballert werde. Deswegen konzentriere ich mich auf Corona-News. Ich fange mal mit dem Attila an, ne? Ich hasse ja schon diese WhatsApp-Gruppen eigentlich. Jetzt bin ich in einer Riesengruppe. Keine Viruspandemie. Schaut dir alle Trailer an und du verstehst. Es ist hier Propagandazentrum, so Demo-Termine und immer schön Abstand halten beim Meditieren und Lappen tragen. Bis jetzt ist es noch ein bisschen verwirrend. Hier bei Attila Hildmann, das sind nur Informationen von ihm, die er einem weiterleitet oder wo er irgendwas formuliert. Das deutsche Volk muss nach 75 Jahren Fremdbestimmung endlich die ganze Wahrheit erfahren. Sie sind auf der Zielgerade ihres Völkermordes mit ihren Genimpfungen. Völkermord ist echt ein irrer Vorwurf. Ich meine, ja, es könnte starke Impfnebenwirkungen geben. Aber bei uns wird niemand erschossen. Erst recht kein ganzes Volk. Das ist sehr plakativ. Das ist propagierend. Einfach ungefilterte Infos, die nacheinander reingeballert werden. Oh, ich weiß ja nicht, ob das mir Spaß macht. Und dennoch folgen Attila Hildmann, Eva Herrmann und Reichsbürgerunterstützer Xavier Naidoo jeweils mehr als 100.000 Leute. Da frage ich mich, warum ist Telegram bei VerschwörungstheoretikerInnen eigentlich so beliebt? Die Antwort ist ziemlich einfach. Auf Telegram, mit Sitz in Dubai, in Russland gegründet, wird fast nichts gelöscht. Bei anderen Social Networks wie YouTube oder Facebook ist das anders. Das vom Bundesfamilienministerium mitfinanzierte Portal jugendschutz.net hat die Betreiber von Telegram mit über 200 Verstößen wie Holocaustleugnung, Aufrufen zu Gewalt oder Volksverhetzung konfrontiert. Lediglich 11% wurden gelöscht. Laut einer Analyse der Amadeo-Antonio-Stiftung zieht es immer mehr rechtsalternative und rechtsextreme AktivistInnen zu Telegram. Besonders seit der Corona-Krise nehmen Gruppen und Kanäle stark zu, die Verschwörungstheorien verbreiten. Diese Theorien können auf Telegram in Gruppen mit bis zu 200.000 Mitgliedern verbreitet werden. Zum Vergleich: Ein WhatsApp-Gruppenchat hat ein Limit von 256 Mitgliedern. Da sind in den letzten
10 Minuten schon wieder 17 Nachrichten reingegangen. Hier kann ich auch nicht mit posten, sondern nur das lesen, was sie schreibt. Hier postet Eva Herrmann noch Panik, Pandemie und Lockdown-Maßnahmen, Durchimpfung der Bevölkerung. Das ist einfach eine Information, die sie reinpostet. Sie ordnet das überhaupt nicht ein. Das ist krass ermüdend. Das ist, als würdest du so einen Gruppenchat mit 100 Millionen unbeantworteten Nachrichten einfach durchscrollen, weil da auch kein roter Faden drin ist. Mein Fazit vom ersten Tag Telegram ist, ich bin komplett überfüllt und überfordert. Ich habe mir gar nicht eine einzige Info gemerkt. Gerade explodiert mein Kopf einfach nur noch. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Eine Woche später. Mein Selbstversuch ist vorbei. Ich checke bei der Tagesschau, was an Tag 1 passiert ist. Und tatsächlich gab es da eine News, auf die die Welt seit Monaten gewartet hat. Auf der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus haben das Mainzer Unternehmen BioNTech und der US-amerikanische Pharmakonzern Pfizer Fortschritte gemeldet. Eine 90-prozentige Wirksamkeit wollen die Konzerne BioNTech und Pfizer bei ihrem Impfstoff gegen Covid-19 nachgewiesen haben. Also diese krasse Nachricht, die habe ich so auf Telegram nicht mitbekommen. Zweiter Tag Telegram. Wenn ich 250 neue WhatsApp-Nachrichten in so einer Gruppe hätte, wäre ich direkt erstmal raus aus der Gruppe. Aber ich muss das ja wie eine Nachrichtenseite sehen, nicht eine Gruppe. Die Medien in Deutschland verfolgen eine politische Agenda und die Entscheidung ohne vorherige Debatte und Abstimmung im Bundestag getroffen. Zwangseinweisen. Das ist immer noch konfus. Das nervt mich. Eva Herrmann repostet Hunderte von Artikeln täglich, also es ist wirklich krass. Ah, und jetzt mal was Privates. Lichtgrüße von der Schwäbischen Alb. Wenn ich mir den Kanal von Eva Herrmann so anschaue, bekomme ich langsam eine Ahnung, warum sie so erfolgreich damit ist. Das macht natürlich jetzt einen richtig privaten Eindruck, ne? Das sind halt wie, als würdest du von Eva Herrmann privat neben diesen ganzen nur Artikeln sonnige Grüße zu bekommen. Wenn Eva Herrmann private Inhalte wie so Sonnenuntergänge und liebe Grüße aus dem Schwabenland postet, kriegt man so eine gewisse Nähe mit ihr. Also es ist wie so eine Freundin. Und Freundinnen glaubt man ja auch viel eher als irgendwelchen Fremden. Die Medienpsychologie nennt dieses Phänomen parasoziale Interaktion. Die AbonnentInnen haben das Gefühl einer parasozialen Beziehung. Sie glauben nach einiger Zeit, die Absenderin wirklich zu kennen. Eine Bindung entsteht. Die Echtheit der Inhalte wird weniger hinterfragt. Und dadurch werden auch ihre politischen Kommentare bzw. Reposts viel glaubwürdiger. Jetzt bin ich auf dem Kanal des Rechtsextremisten Attila Hildmann unterwegs. Sie lenken euch mit Corona ab, währenddessen 5G-Ausbau, Giftspritze, NATO-Krieg gegen Russland, Türkei, Kryptowährung etc. Aus der Position, Perspektive von Attila Hildmann gesprochen. Wir wollen uns bewaffnen, wir wollen uns rüsten, wir wollen kämpfen gegen die ganze Welt, die uns probiert, komplett zu verarschen mit Corona. Die Posts von Attila sind wahnsinnig aggressiv. Er benutzt Worte wie Abschaum, Kopfschuss und Völkermord. Ein Post ist mir schon sehr aufgestoßen und den möchte ich jetzt genauer prüfen. Da schreibt Attila, Merkel sagt, die Entwicklung von pharmazeutischen Produkten dauert im Durchschnitt 10 Jahre. Aber nicht beim genveränderten RNA-Corona-Impfstoff. Da geht das scheinbar in ein paar Wochen. Straftatbestand geplanter Völkermord am deutschen Volk. Schon wieder der Völkermord. Sowas bleibt hier bei Telegram unwidersprochen stehen, wird nicht eingeordnet oder gelöscht. Anders als zum Beispiel bei YouTube, Facebook oder Twitter. Die Entwicklung eines neuen Wirkstoffs erfordert im Durchschnitt einen finanziellen Aufwand von etwa 800 Millionen Euro. Und die Entwicklung dauert im Durchschnitt etwa 10 Jahre. Ja, krass. Merkel sagt hier wirklich, die Impfstoffentwicklung dauert 10 Jahre. Das heißt, Attila hat recht. Also anscheinend recht, denn ich weiß nicht, ob sie das auf Corona bezogen hat und wann sie das gesagt hat. Attila ordnet das Zitat nicht ein. Deswegen versuche ich herauszufinden, wann und in welchem Kontext sie das gesagt hat. Also ich finde das hier jetzt nicht auf Anhieb. Hier ist ein Artikel, also hier ist genau dieser Ausschnitt aus dem Video. Also ich finde exakt das Zitat. Und das ist
in einer Rede 2007 schon gesagt worden, also vor 13 Jahren. Laut diesem Manuskript hat Angela Merkel die Rede in Marburg bei der Eröffnung einer Grippe-Impfstoffproduktionsanlage gehalten. Die Rede habe ich auf der Website des Sprachwissenschaftlers Dr. Adrien Barbaresi gefunden. Sie wird im Oktober 2007 auch in mehreren Zeitungsartikeln erwähnt. Okay, was ich jetzt weiß, ist, dass 2007 die Impfstoffentwicklung 10 Jahre gedauert hat. Das heißt, Attila hat seine Aussage bzw. das Video völlig aus dem Kontext gerissen, weil die Rede hat nichts mit Corona zu tun. Mich interessiert jetzt, wie lange dauert die Impfstoffentwicklung für eine Pandemie heute? 2007 hat es noch 10 Jahre gedauert. Heute kann die Pharmaindustrie einen Impfstoff in nur einem Jahr entwickeln. Also 10-mal so schnell. Das hat mehrere Gründe. In den letzten 13 Jahren haben ForscherInnen Erfahrungen mit verwandten Viren gesammelt und neue Impftechniken erfunden. Beim Kampf gegen Covid-19 kommt dazu, dass sehr viele ForscherInnen an der Impfstoffentwicklung arbeiten, viel Geld investiert wird und die Behörden intensiv zusammenarbeiten. Dabei ist wichtig, die Covid-19-Impfstoffe werden in klinischen Studien genauso intensiv geprüft wie alle anderen Impfstoffe, die bisher in Deutschland zugelassen wurden. Das heißt, Völkermord hat damit gar nichts zu tun. So, Freunde, dritter Tag Telegram. Also Attila Hildmanns Gruppe ist wirklich schwere Kost. Es ist alles ein Ritual von Satanisten. Ihr befindet euch mitten in Teufelsküche, solange dieser Abschaum an der Macht ist. Mir war vor Telegram wirklich nicht bewusst, wie krass Attila Hildmann drauf ist. Also das ist halt Hetze. Ich finde es beängstigend. Würde ich das jetzt privat machen und nicht für den Selbstversuch, würde ich halt an dem Punkt mir das halt nicht weiter reinziehen. Attila Hildmanns menschenverachtende Äußerungen sind nicht unbemerkt geblieben. Die Staatsanwaltschaft Berlin ermittelt wegen einer Vielzahl öffentlicher Äußerungen in sozialen Netzwerken und auf mehreren Demonstrationen, unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, der Volksverhetzung und der Bedrohung. Bis jetzt habe ich ja mehr nur gelesen, was in den drei Gruppen passiert und bin noch mit niemandem aktiv geworden. Das werde ich heute mal ändern und dafür gehe ich direkt in die Gruppe von Xavier, weil das ist ja auch die einzige Gruppe, wo man mitkommentieren kann. Und mal sehen, ob ich da mit irgendwem schreiben kann und warum die da auch sind. Ich guck mal, ob ich... Ja, ich könnte jetzt mit dem schreiben, Kontakt hinzufügen. Ich bin neu auf Telegram. Oh Gott, das ist irgendwie komisch. Das ist ja alles für die Recherchezwecke. Abgeschickt. Der war vor kürzlich erst online. Es fühlt sich ein bisschen verboten an, was ich hier mache. Simone wird jetzt auch von mir kontaktiert. Dann schreibe ich jetzt mal mich hier an, ne? Nachricht. Ich habe nicht mit einer Antwort gerechnet, weil ich auch nicht mit Smalltalk erstmal reingegangen bin, sondern direkt gefragt habe, ist es hier nicht zensiert? Oh, Michi hat mir geantwortet. Ich möchte jetzt noch mal von Michi rauskriegen, ob er schon mal schlechte Erfahrungen auf normalen Medien gemacht hat. Oh, mir hat noch eine andere geschrieben. Okay, die hat sofort gecheckt, die Simone, die schreibt mir zurück. Hallo, ich habe keine Ahnung, in welchem Auftrag du mich anschreibst. Grüße denjenigen nett von mir. Ich schreibe, mach einen Selbstversuch für den BR. Ich habe jetzt auch ein bisschen Schiss, dass ich zu offensichtlich Michi angeschrieben habe. Nicht, dass er hier mir nicht keine Antworten mehr gibt.
Michi ist wie viele UserInnen hier von den Mainstream-Medien, wie er sie nennt, enttäuscht. Aber er lässt auch andere Meinungen zu und hat mich ermuntert, mir meine eigene Meinung zu bilden. Merke, nicht jeder Abonnent eines Verschwörungstheoretikers ist automatisch Verschwörungstheoretiker. Also mein Fazit vom Tag ist, dass ich nichts in den letzten Tagen von der Welt generell mitbekommen habe. Ich weiß eher nur, wie sich die Leute weiterhin darüber aufregen, dass man Masken trägt und wo welche Demos laufen. Während Politik und Medizin ihre Strategie im Kampf gegen das Virus immer wieder nachsteuern, hat die Zahl der Corona-Neuinfektionen einen neuen Höchststand erreicht. Die Gesundheitsämter meldeten dem RKI 23.542 Fälle innerhalb eines Tages. Also ich muss ehrlich sagen, dass auf den Kanälen, denen ich gefolgt bin, habe ich nichts davon mitbekommen, dass es diese Höchststände gab. Hallo! Neues Pandemiegesetz, merke, wir unsere Grundrechte abschaffen. Deutschland steht auf gegen diese Corona-Diktatur. Wasserwerfer gegen Freiheitsdemonstranten. In Frankfurt-Main und anderen Städten haben mehrere hundert Menschen gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Initiative Querdenken hatte zu den Protesten aufgerufen. Die Abschlusskundgebung in Frankfurt wurde aufgelöst, da die Hygieneauflagen, Maskenpflicht und Mindestabstand laut Polizei nicht eingehalten wurden. Das habe ich natürlich auf Telegram mitbekommen, dass es diese Demos gab, weil dazu auch die ganze Zeit aufgerufen wurde, dass man da auch dran teilnehmen soll. Es wurde aber ein bisschen anders dargestellt. Und zwar wurde gesagt, es wurden alle Regeln eingehalten. Und hier wird ja klar gesagt, dass die Hygieneregeln nicht eingehalten wurden. Alter, ist hier viel los. Haben die Ergebnisse dieser PCR-Testungen wirklich eine inhaltliche Aussagekraft? So dreist belügen uns Drosten und die Bundesregierung. Oh, ich ist schon wieder. Wie lange war ich jetzt? Halbe Stunde? 40 Minuten? Punkt und aus und Ende und mein Kopf ist voll. Was hat die Woche Telegram mit mir gemacht? Ich habe mich nie wirklich informiert gefühlt und habe wichtige Entwicklungen zu Corona verpasst. Ich habe tausende unzusammenhängende Infofetzen gesehen. Die haben die Realität eher verzerrt als gespiegelt. Trotzdem kann man nicht sagen, dass Telegram per se schlecht ist. Viele von euch benutzen es ja einfach als Messenger. Jetzt die Frage an euch. Benutzt ihr Telegram? Und wenn ja, nur um mit FreundInnen zu chatten? Oder folgt ihr bestimmten Kanälen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Wenn ihr keine Reportage mehr von uns verpassen wollt, dann lasst uns hier mal ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Und wenn ihr erfahren wollt, wie Verschwörungstheorien funktionieren und warum so viele Menschen daran glauben, dann klickt hier. Und wenn ihr die Tracks aus der Puls-Reportage hören wollt, dann kommt ihr hier zur Puls-Reportage-Playlist. Tschüss!